Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Batman Arkham Asylum. Wir haben letzte Folge ein bisschen mit Harley Quinn gebattelt. Uns ein bisschen mit der gebattelt. Und zwei Wachen gerettet. Zudem habe ich ein bisschen genügt, indem ich nicht wusste, wo es hin muss. Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Ist hier eigentlich irgendwas drin? Nee, ne? Und ja, wir müssen immer noch die Titanreserven zerstören. Und dafür in den botanischen Garten. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht allzu schnell hin. So wie es aussieht. Da kommt der Mr. J. Ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnapp ihn! Geh doch! Ich mach dich fertig! Da musst du mich schon härter schlagen! Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir! Mr. J. nicht finden! Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus! Du wirst sehen! Ja, du wirst schon sehen. Tja. So, was ich gerade gesehen habe. Ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gescannt. So kannst du das... Heimlabor in den Garten finden.
Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Wayne-Tech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Ich gehe mal... Ja, toll. Ich gehe mal stark davon aus, da ist Mr. Freeze drin. Oder heißt er so? Auf jeden Fall dieser Eistyp halt. Der ja immer Kälte braucht, soweit ich weiß. Ah, Mr. Freeze. Ja, der wird hier schön gekühlt. Bei dem Kampf hier gerade hätte ich echt gut eine krasse Kombo hinkriegen können. Aber ich musste leider immer wieder abbrechen wegen dem blöden Strom. Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Verrückt. Kann ich die jetzt alle kurz schalten? 5. Wo geht das hin? Ah. Cool. Noch eins? Nee. In meiner Falle. Oh nö. Okay. Easy. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er. Er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Ach, der hat auch kein Mitleid verdient. Lololol. Ich bin in der Aufnahme. Hallo, ja. Hallo, Weiner.
jetzt hier raus? Ja, wunderbar. Was? Wie bist du da rausgekommen? Mit Skill. Hier lang eigentlich, oder? Ich wundere mich nur gerade, warum ich gerne. Und um fair zu dieser kleinen Gaunerin zu sein, sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Eine glatte 2. Unter uns. Ich will eine 1 bekommen. Ich muss nur noch ein paar Chemikalien mischen und dann erschaffe ich meine ganz persönliche Armee. Ich hoffe mal, ich kann jetzt raus. Nacht. Endlich raus aus diesem Irrenhaus hier. Jack Ryder. Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel abgeriegelt wurde. Staats- und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Das stimmt. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an oder geht ab. Erste Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen bestätigt zu werden. Augenzeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach Arkham gebracht. Meine Güte, die lernen es auch nicht. Guck mal, da oben was da ist. Danke, Jack. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie bei uns, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Jetzt das ist jetzt Bullshit. Regulären Programm. Getötet. Ja, ich sehe dich. Nanu? Achso, da sitzt noch einer. What the fuck, wie viele sind es denn? Meine Güte, die nerven aber ganz schön. Rennen jetzt hier überall rum. Da ist auch noch einer. Ich nehme gerade auf, bitte nicht. Sitzt da einer auf der Statue drauf?
Lol. Da ist der botanische Garten, dieses mit dem runden Dach. Die Anmeldungen für das Titanprogramm haben alle Erwartungen weit übertroffen. Auf diese unerwartete Nachfrage hin habe ich es für alle Mitglieder meines Personals zur Pflicht erklärt, mit der Titanformel in viel versorgt zu werden. Habt keine Angst. Ich weiß, ihr habt Geschichten von Mutationen und monströsen Nebenwirkungen gehört. Aber keine Sorge, die kommen nicht häufig vor. So. Warte mal, was war denn nochmal? Nee. Ah, das. Ups. Die ja so witzig, ey, wie die hier immer angekommen. Wie die größten Mongos on Earth, ey, und dann einfach nur eine ins Gesicht bekommen und direkt down sind. Dann stehen sie auf und machen es nochmal. Botanical Gardens. Ich sollte Harley Quinns Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titanproduktionsstätte keine Zeit verschwenden. Ich verliere die Geduld. Du betrügst. Das musst du einfach. Also bei so strangen Sachen, die müssen einfach ein Rätsel sein. Ich habe jetzt gar nicht aufs Rätsel geachtet, aber sitzen da so ein paar Leichen und lesen. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Ja, finde ich auch. Ist auf jeden Fall ein toller Plan. Oh fuck, hier im Waffen. Huch. Können wir hier irgendwie verstecken? Nee, gar nicht, oder? Ja, jetzt laufen die auch noch so rum. Ja. Das hat ja doch ganz gut funktioniert. Schöne Musik hier. Oh.
Um wie viel Uhr ist im Wunderland Teezeit? Also die Lüftungsschicht hier bringt ja mal gar nichts, also wirklich. Vielleicht haben auch wieder alle diese Halskrausen. Das heißt, leise ausschalten geht schon mal gar nicht. Nehme ich einfach mal den. Was machst du da? Ja, jetzt kommen sie wieder alle, weil der hier am Rumschreien ist. Ich nehme die Tür. Warte, du, gib dir Deckung. Hey, geh von mir runter! Was machen wir jetzt? Hey, geh von mir runter! Ah! Los! Mit Raulhelden lege ich dich um! Was ist hier los? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, hört ihr? Lass die liegen, wir haben größere Probleme. Finde die Fledermaus! Drei sind außer Gefecht, wir haben bald keine Leute mehr. Ich habe keine Angst. Wieso kann ich dir nicht aufhängen? Was machst du da? Was machst du da? Ah! Fuck! Aua! Ja, gut so. Wir sind außer Gefecht. Das ist nicht witzig. Dafür bezahle ich euch nicht. Findet ihn oder ich finde euch. Was natürlich cool wäre, ist, wenn ich die hier alle so in einer Reihe aufhängen könnte. Das wäre natürlich echt lustig. Der sieht auf jeden Fall schon mal, ganz gut aus. Der kommt hier schön in meine Richtung, jetzt aber nicht umdrehen. Aber hey, geh von mir runter! Der letzte, der ist die ganze Zeit unten, der müsste jetzt noch hochkommen. Kann hier gar nicht hoch. Du steckst in einem Raum mit Batman fest, den ich verfolge und dass du der letzte Überlebende bist. Naja, ich habe Neuigkeiten. Du hast recht. So. Ja, also der einigermaßen gut funktioniert. Wieder mal gewinnt man gegen ihn nur mit einer Monster-Armee. Hier hängen sie alle in einer Reihe und jetzt muss ich nur noch. Hä? Sag nicht, das geht kaputt, wenn ich die abschneide. Oh, ich würde alle hintereinander weg, so. Funktioniert ja nicht so toll.
weiter, würde ich mal sagen. Du musst damit aufhören, bevor es zu weit geht. Aufhören? Aber jeder will sehen, was ich als nächstes tue. Lass ihn gehen, sofort. Wirklich? Okay, wenn du meinst, Nein! Ups! Du musst dich wirklich beeilen, Bats. So fängst du mich nie! Ich muss den Strom in diesem Raum abstellen. Wieder zurück. Jetzt hier so in 1000 verschiedene Räume, weil in jedem Teil ein Stück. Ja, mit Sicherheit. Halt, bitte. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der perfekte Köder. Hallo. Der ist hier! Was hat mich getroffen? Oh, das ist so lang. Mann, ey, immer wenn ich darüber springe, um den anzugreifen, kommt dieser komische. Ja, das war jetzt mega scheiße. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Okay, schrei nicht so. Ja, ich würde mal sagen, apropos Frühstück. Ich würde sagen, das war's wieder mit der Folge. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Nächste Folge, ja. Und ja, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, bis dann. Tschüss.